Er rechnet sich Chancen auf einen Platz im Europaparlament aus. Rasmus Andresen, im Moment Landtagsabgeordneter und Landtagsvizepräsident. Zwei männliche Gegenkandidaten hat er. Sie will ebenfalls ins EU-Parlament und bekam heute noch eine spontane Gegenbewerberin. Anna Leitreiters Herzensthema, 100% erneuerbare Energien europaweit. In letzter Zeit treibt mich. Dafür brauchen wir eine Abschaffung jeglicher Subventionen für fossile Brennstoffe. Wir brauchen einen Mindestpreis für CO2 und wir brauchen steigende Preissignale für alle Emissionen. Auch Rasmus Andresen setzt Schwerpunkte, offene Grenzen in Europa und eine nachhaltigere Haushaltspolitik. Ich habe in den letzten Jahren mit Monika im Landtag oder im Land, in der Landeskoalition, Haushaltspolitik gestalten können und habe dort auch viel gelernt. Jetzt möchte ich für uns den EU-Haushalt Titel für Titel durchleuchten und das EU-Budget grüner machen. Es ist kein Zufall, dass dieser Europaparteitag heute nur wenige hundert Meter von der dänischen Grenze stattfand. Einer Grenze, die die Nachbarn zurzeit abschotten. Die Grünen wollen das Gegenteil, außerdem mehr europäische Zusammenarbeit und eine selbstbewusstere Politik. Es ist wieder Zeit, dass Politik Macht ausübt gegenüber Konzernen, gegenüber Wohnungswirtschaft, gegenüber der Finanzwirtschaft, wo sich schon die nächste Finanzblase andeutet und so weiter. Eine nachhaltigere Agrarpolitik steht ebenso auf der grünen Agenda. Schleswig-Holsteinische Unterstützung dafür kommt nun von einem grünen Agrarminister, der sich als Ex-EU-Parlamentarier bestens in Brüssel auskennt. Für die Touren mit seinem Dienstfahrzeug gab es heute eine Fahrradtasche als Begrüßungsgeschenk. Am Ende gewinnt Anna Leitreiter die Nominierung mit 81% der Stimmen. Rasmus Andresen gewinnt mit 64%, aber noch ist nichts entschieden. Ob und wer von den beiden im Mai ins EU-Parlament einzieht, entscheiden die Bundesdelegierten im November in Leipzig.